Das sind mal vertauschte Rollen. Handballtrickser Uwe Gensheimer als Schrubber und Hockey-Olympiasiegerin Fanny Rinne als Wurfass. Hier lernt einer vom anderen. Kennengelernt haben sich die Spitzensportler bei einem Fotoshooting. Nun also das Wiedersehen. Aber ist Uwe mit seinem Schnauzer überhaupt noch fotogen? Ist sicherlich ungewohnt am Anfang, aber ich finde es eigentlich ganz gut und es ist ein bisschen zurück in die Zukunft. Beide standen gemeinsam im Olympiateam der Metropolregion Rhein-Neckar. Doch die Handballer qualifizierten sich nicht für London. Bitter für Gensheimer, aber auch für die Sportlerkollegen. Am schlimmsten war es eigentlich bei der Eröffnungsfeier zu sehen, wie die ganzen Athleten ins Stadion einlaufen und ich mir das daheim auf der Couch angeschaut habe. Wir haben uns gefehlt. Also ich war jetzt ja zum vierten Mal dabei und in Sydney, in Athen und in Peking waren wir jeweils relativ eng mit den Handballern und haben uns gegenseitig auch angefeuert, wenn es dann gepasst hat mit dem spielfreien Tag. Für den Star der Rhein-Neckar-Löwen war es das erste Mal am kleineren Ball. Das lockere Handgelenk des Außenspielers kam ihm auch am Schläger zugute. Die Haltung bei einer Strafecke und die Ballführung sahen schon mal hochprofessionell aus. Und so folgte der Rat der Profispielerin. Nach dem Handball solle für Gensheimer doch vor dem Hockey sein. Es hat Spaß gemacht, hat auch ganz gut geklappt. Ich habe jetzt einfach drauf losgespielt und das, was ich im Fernsehen gesehen habe, jetzt hier auf dem Feld ausprobiert. Ja, hat sich wirklich gut angestellt. Wie er sagt, er macht halt drauf los und das ist, glaube ich, in jeder Sportart gut, wenn man sich traut und da keine Scheu hat. Und es ist ja ein harter Schläger und ein harter Ball, da haben manche deutlich mehr Hemmungen. Also auch einen hohen Ball hat er ohne Schrecken angenommen. Auch in der Trainerrolle keine Hemmungen bei Uwe Gensheimer erkennbar. Ehrgeiz und Talent dagegen umso mehr. Unbestritten auch bei Spaßhandballerin Fanny Rinne. Die feuerte die Rhein-Neckar-Löwen bereits live an und kennt die Vorzüge des Handballs. Ich finde Handball deswegen eine faszinierende Sportart, weil es erstens sehr spannend ist. Die Herausforderung, eigentlich jeden Angriff gut abzuschließen, finde ich da sehr gut. Da fallen eben sehr viele Tore, was bei uns beim Feldhockey manchmal nicht so ist. Und ich finde auch besondere Würfe, wie du sie versucht hast, mir zu zeigen. Also es ist schon sehr spannend. Ich finde, dass im Hockey auch sehr, sehr viel Technik dazugehört. Kann man auch auf mein Spiel im Handball übertragen, dass ich da als Außenspieler sehr, sehr viel technische Würfe habe und das eigentlich so auch mein Spiel auszeichnet, dass ich da probiere, technisch sehr sauber zu spielen. Diese Technik soll Deutschland 2016 zu einer olympischen Medaille verhelfen. Das ist Gensheimers Ziel. Solche Ambitionen hat Fanny Rinne nicht mehr. Sie hat ihre Karriere in der Nationalmannschaft beendet und im Verein auf Eis gelegt. Insofern habe ich da ein bisschen mehr Zeit für die Dinge, die davor auch zu kurz kamen. Wir haben uns eben gerade schon darüber unterhalten, dass es das eigentlich ist, was vielleicht, was man dann lernt zu achten, wie schön es ist, mal ein freies Wochenende zu haben und da einfach frei zu planen, was man möchte. Man hat dann schwere Beine und denkt, meine Güte, was soll ich denn jetzt trainieren? Ich hätte lieber gerne Pause. Aber das weiß man, es gehört dazu. Und wenn man es nicht mehr macht und dann später mal zurückguckt, dann weiß man, wie geil es eigentlich ist, in die Halle gehen zu können oder auf den Platz und Bälle zu schlagen oder zu werfen. Und ob nun in der fremden Rolle oder doch in gewohnter Manier. Beide Sportler machen auf fremdem Terrain eine mehr als gute Figur. Ja!